Das ist eine Basilika. Die Basilika ist der beliebteste Kirchenbautyp der Spätantike. In nachkonstantinischer Zeit setzt sich die Basilika als Bauform total durch. Hunderte von Bauten sind überliefert. Aber was ist eigentlich eine Basilika? Eine Basilika ist ein Bautyp, den man einfach von den großen römischen Markthallen übernommen hat. Das war praktisch, denn die christlichen Gemeinden brauchten einen großen Raum, um sich zum Gottesdienst versammeln zu können. Und so ist die Basilika aufgebaut. Die Basilika gehört zu den Längsbauten, das heißt, sie ist langgestreckt und hat einen rechteckigen Grundriss. Sie verfügt über mindestens 3, manchmal auch über 5 oder mehr Schiffe. Schiff nennt man den langgestreckten Raum. Ist dieser durch Pfeiler oder Säulen gegliedert, entstehen mehrere Schiffe, nämlich das Mittelschiff und die Seitenschiffe. Das Wichtigste bei der Basilika ist, dass das Mittelschiff höher ist als die Seitenschiffe. Dadurch entsteht der Obergarten, der mit Fenstern versehen ist. Durch diesen durchlichteten Obergarten kann viel Licht in die Kirche gelangen. An der einen Schmalseite, meist im Osten, bildet der Altarraum eine Apsis. Eine Apsis hat zumeist einen halbrunden oder vieleckigen Grundriss und schließt mit einem Gewölbe ab. An der gegenüberliegenden Schmalseite, meist im Westen, liegt der Haupteingang. Vorgelagert sind der Basilika oft ein Narthex, also eine Vorhalle, und ein Atrium. Ein Atrium ist ein Vorhof, der von Säulengängen umgeben ist und oft einen Reinigungsbrunnen in der Mitte hat. Hier kann man sich von anstrengenden Gottesdiensten erholen. Die Basilika ist also echt ein super Bautyp. Trotzdem gibt es noch viele weitere Bautypen. Die wichtigsten Längsbautypen neben der Basilika sind die Halle und der Saal. Eine Hallenkirche verfügt über mehrere Schiffe. Eine Saalkirche besteht nur aus einem einzigen Raum. Eine Saalkirche hat also nur ein Kirchenschiff, das nicht unterteilt ist. Neben den Längsbauten gibt es aber auch Zentralbauten. Bei Zentralbauten sind alle Hauptachsen gleich lang. Sie können einen runden, ovalen, polygonalen oder kreuzförmigen Grundriss haben. Bei den Zentralbauten hat sich kein beliebtester Bautyp herausgebildet. Es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten. Wer sich nicht entscheiden kann, ob er lieber einen Längs- oder einen Zentralbau haben möchte, der kann natürlich auch beides kombinieren. Klingt verrückt? Kaiser Justinian zum Beispiel hat das gemacht. Er hat die Hagia Sophia in Konstantinopel bauen lassen. Ihr Grundriss ist rechteckig und langgestreckt, aber durch die mächtige Kuppel in der Mitte entsteht der Eindruck eines Zentralbaus. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, auch heute sind diese Bautypen noch aktuell. Viele Kirchen und Moscheen werden noch heute so gebaut. Also, es gibt Längsbauten und Zentralbauten. Die wichtigsten Längsbautypen sind die Basilika, die Halle und der Saal. Eine Saalkirche hat nur ein Schiff. Eine Hallenkirche hat mehrere Schiffe. Eine Basilika hat ein erhöhtes Mittelschiff mit durchlichtetem Obergarten. Zentralbauten gibt es in vielen unterschiedlichen Formen. Oft sind sie polygonal, rund oder kreuzförmig. Aber auch Kombinationen aus Längs- und Zentralbauten sind möglich.